Ja, moin zusammen. Hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr hört es, dass meine Stimme ein bisschen belegt ist. Ich habe seit 3 Wochen ganz fiese Halsentzündung. Ist echt scheiße, aber ich habe ein Thema für euch. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und darum geht es heute, nämlich Over-the-Air-Software-Updates. Ihr wisst ja, Tesla kann das exzellent. Also ich bekomme hier ständig Over-the-Air-Updates. Dauert so eine halbe Stunde, 20 Minuten. Dann ist der Wagen wieder verbessert. Das letzte Update hier für dieses Auto, Baujahr 2016, also ist über 6,5 Jahre alt, habe ich vor einer Woche bekommen. Ja, und vom Over-the-Air-Update zum Totalschaden. Das glaubt ihr nicht, aber es ist fast passiert. Ein Bekannter von mir fährt einen ID.4 von VW. Hat ein Over-the-Air-Update bekommen, freudig installiert. Und was dann passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Wird mega interessant, also dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, ich sitze jetzt hier im ID.4 von meinem Bekannten Mats. Hallo Jens. Heißt du eigentlich wirklich Mats oder ist das ein Spitzname? Nee, das ist, ich habe einen richtigen Vornamen, aber wenn den jemand benutzt, dann eigentlich nur, weil ich was erkennst du dich hab. Nicht? Ja, das ist... Okay, also Mats. Mats hat ein ID.4. Das ist eine First Edition. Du hast den seit wann? Abgeholt haben wir am 11.06.2021. Gut, wir wissen ja alle, dass die Software am Anfang im MEB-Baukasten nicht so pralle war. Da können viele Lied von singen. Aber VW hat ja gesagt, wir machen Over-the-Air-Updates. Denn sie haben, als sie die MEB-Plattform entworfen haben, natürlich Tesla im Blick gehabt, weil die können ja Software-Updates wirklich exzellent. Und da hat VW sich gedacht, Mensch, wir bauen hier eine Hardware, da zahlt man einmal für. Und wenn man die hat, dann kriegt man ständig Software-Updates. Und irgendwann ist die Idee, für Software, also irgendwelche Updates oder Add-ons, sogar was zu bezahlen, also auch Umsatz zu generieren. Dafür braucht man natürlich Over-the-Air-Updates. Das klingt jetzt total simpel. So, aber bei dir war es jetzt so, dass du jetzt irgendwann vor ein paar Monaten, muss man fast schon sagen, oder Wochen zumindest, ein Over-the-Air-Update gemacht hast. Von welcher Version auf welche? Ja, also das, was jetzt völlig in die Hose gegangen ist, das war das Update auf die Version 3.0. Du kamst von welcher Version? Ich hatte im Herbst, wann war es, ich glaube im Ende August letzten Jahres in der Werkstatt dieses Zwischenupdate auf 2.4 machen lassen. Weil ja sonst der ID nicht vollständig Over-the-Air-Update-fähig gewesen wäre. Das war dann also so eine Grundvoraussetzung. Ja, es kam dann in der Woche vor Weihnachten. Das heißt, eine Woche vor Weihnachten warst du freudig erregt und wolltest das Update auf Version 3 machen. Genau, da dachte ich so, man muss ja dazu sagen, man muss ja als, mit dieser Software musste man schon wirklich leidensfähig sein. Du kommst ja aus der IT, du kennst dich auch ein bisschen aus. Ja, unglücklicherweise. Aber da kommen wir gleich zu. Erzähl erst mal der Reihe nach, genau. was ist dir passiert? Wie ist die Chronologie der Ereignisse? Die Chronologie war in der Woche vor Weihnachten. Ich hatte Urlaub, war total tiefenentspannt, habe mich des Lebens gefreut und dachte, oh Mensch, klasse, ein Over-the-Air-Update. Und habe dann bei so einer passenden Gelegenheit gedacht, weil stand auf dem Display drauf, dauert 6 bis 8 Stunden. Da dachte ich, okay, von mir aus. Also das heißt, Over-the-Air-Update bei VW 6 bis 8 Stunden, wo du den Wagen auch nicht benutzen kannst. Das heißt, das kannst du auch nur über Nacht machen. Ja, hat aber auch einen ganz einfachen Grund. Okay. Du hast hier 2 große Application-Server drin, die unterhalten sich über so ein Gigabit-Netzwerk. Total klasse. Und dann hat man halt aus dem VW-Teileregal jede Menge Steuergeräte, die teilweise wirklich über CAN-Bus angeschlossen sind. Also 500 K pro Sekunde. Und jetzt kommst du mit so einem riesigen... ja, mehrere Gigabyte großem Update um die Ecke und sagst viel Spaß bei 500 K pro Sekunde. Kannst du dir lebhaft vorstellen, dass das dann eben nicht mehr in 5 Minuten erledigt ist? Das heißt, Hintergrund, du lädst dir im Prinzip mehrere Gigabyte Software-Update runter. Das macht er während des Fahrens, lädt er sich alles, was er braucht, runter. Das ist ziemlich üppig. Und dann geht er irgendwann los und sagt, und jetzt mache ich das automatisch. Ich finde das konzeptionell aller Ehren wert, dass man versucht auf Basis, ja... VW war ja oder ist wahrscheinlich auch getrieben, sich an diesen Auto-SAR-Standard zu halten. Sie haben ihn ja selber mit erfunden. Ja, dann muss man halt auch zusehen, dass man uralte Steuergeräte updatet. Also quasi auf so einem technologischen Niveau wie in den 90er Jahren halt üblich. Okay, 6 bis 8 Stunden Software-Update läuft. Was passiert dann? So, dann du musst dann also das Auto verlassen und ein paar Minuten später gehen dann hier so ein paar Lämpchen an und zeigen dir halt an, dass so ein Software-Update läuft. Das ist prima. Und was soll man da machen? Das gucke ich mir ja nicht an, 6 bis 8 Stunden. Also hatte ich an irgendeinem Tag abends in dieser Woche vor Weihnachten gesagt, dann mach das mal.
und bin morgens wiedergekommen und dachte, oh, feine Sache, jetzt wollen wir doch mal gucken. Und alles, was das Auto anzeigt, ist Update-Systemaktualisierung fehlgeschlagen. Das war dann der Punkt. Und unten drunter steht, versuchen Sie es später erneut. Ah, dachte ich, okay, später erneut versuchen ist ja prima. Ja, das Resultat war leider das gleiche. Es ist also wieder fehlgeschlagen. Und dann am 28.12., ich habe dann so zwischendurch dann doch mal Weihnachten gefeiert und mich nicht mehr um das Auto gekümmert. Und am 28.12., da geht es jetzt los, da dachte ich mir, jetzt machen wir den dritten Versuch. Überhaupt kein Problem, rein damit. Er hat dann wieder seine Meldung angezeigt, mit, dass das Update fehlgeschlagen sei. Nur diesmal war es dann so, dass auch die Weltkugel nicht mehr da war. Also die Online-Kommunikation war nicht mehr da. Das Auto war aus der App verschwunden. Ich so, okay, prima. Das war ja wohl so ein richtig erfolgreiches Update. Ja, jedenfalls, ansonsten aber wirkte das Auto so, als wäre jetzt erstmal nichts weiter passiert. Valentin Special. Es gibt Lieferzeitengarantie. Erhalte dein E-Auto in geplanter Lieferzeit oder tritt kostenlos vom Vertrag zurück. Außerdem kostenlose Lieferung vor deiner Haustür und sofort verfügbare Modelle. Hol dir jetzt dein Angebot von InstaDrive. Ich hatte mir dann, weil mir das schon irgendwie komisch vorkam, hab den ausgelesen und der Fehler, also sowas habe ich noch nie gesehen. Ne? Also der Fehler aber Speicher, der war richtig voll. Also so, ich glaube, das waren über 100 permanente Fehler, die er da drin hat. Das heißt, du hast dir den Fehlerspeicher selber ausgelesen? Ja, ja, ich habe mir den ausgelesen. Und da fiel mir schon halt eben auf, dass in dem Steuergerät 51, Drive Motor heißt das bei VW so schön, da war nun plötzlich die Fehlermeldung drin, falscher Wegfahrsperrencode. Okay. Ups, dachte ich. Hab dann aber das Auto mal ausprobiert, fuhr ganz normal. Ja, dachte ich, okay, naja. Ne? Ja. Tat es bis zum Abend des 6.1. Ich hatte was in Stur zu erledigen. Erschien also eine schöne große Meldung, die sagte, Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen. Aber wohlgemerkt als gelbe Meldung. Gelbe Meldung im VW-Jargon bedeutet, ist so schlimm. Kannst aber fahren. Ja, kannst aber fahren war aber nichts mehr, sondern das Auto funktionierte zwar so irgendwie vor sich, aber hat irgendwie nicht mehr so drauf reagiert, wenn du auf das Fahrpedal getreten hast. Und das ließ sich auch, und ich habe dann wieder den Fehlerspeicher ausgelesen, habe gedacht, du könntest noch irgendwas retten an dieser ganzen Angelegenheit, war aber nicht. Ende vom Lied war, es war auch wirklich noch in so einem kleinen Dorf neben Stur, also so völlig in der Einöde. Den ADAC angerufen, auf dem Abschlepper gewartet, also es kam dann erst ein Pannenhelfer, guckte sich das an und meinte, da brauchen wir einen Abschlepper. Und ich sage, ach ja, gut, dann brauchen wir einen Abschlepper. Das dauerte dann allerdings noch ungefähr 4 Stunden, bis der Abschlepper da war. Also mittlerweile, ich habe dann insgesamt 5 Stunden und der Tag war nicht sonderlich warm. Jedenfalls das Auto wurde abgesteppt und landete dann halt bei meinem VW-Händler und Werkstatt in Verden. Und die haben sich auch sofort drum gekümmert am darauffolgenden Werktag, haben mich dann auch permanent angerufen, um auf dem aktuellen Stand zu halten. Allerdings war jetzt der Fortschritt nicht so wirklich so, wie ich mir das gewünscht hätte. Weil die hatten im Prinzip genau das gleiche Problem wie ich. Die haben sich diese Fehlermeldung alle angeguckt und gesagt, ups, okay, macht irgendwie in sich alles so keinen Sinn. Vor allen Dingen nicht, dass man es mal eben so eintritt, wie es eingetreten ist. Und haben sich dann bei diesem technischen Service Center bei VW Hilfe geholt. Das hat dann auch bis zu einem gewissen Teil funktioniert. Nach 12 Tagen wussten wir dann, dass tatsächlich der Wegfahrsperrencode weg ist. Das heißt, das Steuergerät wurde irgendwie überschrieben, ja, oder also nach Auskunft, falsch abgedatet. Das Update hat leider dazu geführt, dass in dem Steuergerät J841 der Wegfahrsperrencode gelöscht wurde. Warum das Auto dann danach, aber weil die Meldung war schon seit dem 28.12. drin, wie so ein Auto das fuhr ja die ganzen Tage ohne Wegfahrsperrencode durch die Gegend fährt. Meine Theorie dazu wäre, das Auto hat also tagelang vergeblich versucht, mit diesem Application-Server zu kommunizieren und am 6.1. war es dann wieder soweit, aus welchem Grund auch immer. Und dann haben die gesagt, yo, und jetzt ist die Fahrt für dich zu Ende. Klassisch Pech gehabt, würde ich sagen. Naja, jedenfalls, das war die Aussage zu dem Thema. Die haben dann auch gesagt, da haben sie sich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie sich rausgewunden haben oder ob es wirklich so ist, dass sie zusammen mit dem Hersteller des Steuergerätes jetzt eine Lösung erarbeiten. Ach so, das lässt sich also gar nicht so, ließ sich gar nicht so einfach beheben. Also nach dem Motto Reset drücken und geht wieder, ist nicht. Nee, das Ende vom Lied war nämlich, dass dieses Steuergerät J841 nicht mehr zu retten war.
Also die Hardware war tatsächlich dann zerstört, wenn man so will. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hardware wirklich zerstört war oder ob sie einfach nur nicht mehr in der Lage waren, durch den Diagnosetester das Ding wieder zu beleben. Jetzt muss man dazu sagen, J841, auf dem Motor selber sitzt so eine kompakte Einheit, die besteht aus besagtem Steuergerät, dem Inverter und noch so ein bisschen anders. Und da ist die ganze Kühlung drumherum und das ist alles flüssigkeitsgekühlt. Wildes Konstrukt, sieht ganz cool aus, aber das ist halt ein Riesenbauteil. Das ist nicht serviceable, das muss komplett raus. Das heißt, das bedeutete für ihn hier, die komplette Antriebseinheit ausbauen, Motor von diesem speziellen Gerät trennen, da das ja alles flüssigkeitsgekühlt ist. Sie müssen das öffnen, wieder zusammenbauen, Dichtigkeitsprüfung. Also das ist ein Riesentheater, was du da machen musst, weil die eigentlich nicht davon ausgehen, dass du den Motor von diesem Steuergerät, also dieser Inverter-Einheit, irgendwann mal wieder trennst. Also das klingt fast schon wie so ein Totalschaden. Ja, Wirtschaft, also sagen wir es mal so, der ganze Spaß hat zulasten der Garantie 7.500 Euro gekostet. 4.000 Euro Ersatzteile, 3.500 Euro für den Lohn, beziehungsweise ja noch für das Spezialwerkzeug. Und da hakte es dann dran. Das Ersatzteil war dann, da haben die sich wirklich bemüht, das Ersatzteil war am selben Nachmittag, wo feststand, dass das kaputt ist, per Express beim Händler. Mhm. Also so gesehen, wow, klasse. Aber das Spezialwerkzeug, was man braucht, um diese Einheit irgendwie dann aus dem, die müssen ja irgendwie die ganze Hinterachse raus und dann wird das mit irgendeinem Spezialwerkzeug, irgendwie was so kranähnlich aussieht, muss das dann da irgendwie rausgehoben werden und das muss unbedingt das sein, das andere darf die Werkstatt nicht machen. Und das war nicht lieferbar. Und zwar einen Monat nicht lieferbar. Ja. Voll geil. Also das Auto stand dann insgesamt 25 Tage in der Werkstatt. Ja, und am Ende dieser Aktion war dann das Auto tatsächlich mit frisch installierter Software 3.0 dann wieder bei mir. Es war natürlich komplett aus meinem Account gelöscht. Es war komplett zurückgesetzt. Übrigens, falls VW das hier sieht, ich finde das total faszinierend, dass ihr sogar eure internen Zähler zurücksetzt. Also laut dem Langzeitprotokoll hat dieses Auto erst eine Schnellladung erlebt. Ja. Also ich bin wenn man sich die Daten vom Auto jetzt anguckt, bin ich 28.000 Kilometer mit einer Batterieladung gefahren. Wow, das ist meine Reichweite. Das ist total cool. Ich hätte immer gesagt, naja, wenn ich mal einen Gebrauchtwagen kaufe, dann gucke ich mir genau so ein Protokoll an. Ja, kennst du ja auch von deinem Auto, dass du eben sehen kannst, was er geladen hat. Diese Daten sind alle resettet. Würdest du denn jetzt Leuten sagen, die ein ID.3 oder ID.4 besitzen, dass sie ruhigen Gewissens ein Over-the-Air-Update durchführen sollten? Oder sollten sie doch lieber in die Werkstatt gehen dazu? Um Himmels Willen. Nee, würde ich nicht empfehlen. Ich hatte mit diesen Menschen von dem ID-Kundenservice, der sagte mir irgendwann zwischendurch mal so ganz offen, ja, in der ersten Welle von den 1000 Fahrzeugen sind 850 erfolgreich abgedatet worden. Okay. Also 150 nicht. Da würden für mich jetzt 150 übrig bleiben, wo die Frage ist, hat vielleicht jetzt der Anwender einfach nur nicht abgedatet oder ist das fehlgeschlagen? Mhm. Und er sagte dann, ja, mit den weiteren Wellen ist die Quote besser geworden. Okay. Dann würde ich aber immer noch sagen, so wirklich erfolgreich ist das nicht. Und wenn man mal in diesem ID-Drivers Club so ein bisschen hin und her scrollt, dann findet man ja doch so einige, die dann mit dem Abschlepper irgendwie abtransportiert wurden nach dem Update. Ja, hier in diesem Fall war es jetzt so gesehen der Super-GAU, ne? Also schlimmer kannst du einen ja nicht mehr erwischen. Ich würde von dem, was ich jetzt erlebt habe, was ich auch gesehen habe von der Software in all der Zeit, die wir das Auto jetzt haben, würde ich sagen, ein Over-the-Air-Update, was Steuergeräte mit updatet. Werde ich mit Sicherheit nie wieder machen, würde ich auch niemandem empfehlen. Das sind ja auch Phänomene, die der ein oder andere ID-Fahrer auch erzählt. Es ist aber auch nicht so, dass alle davon betroffen sind. Es ist ja auch scheinbar irgendwie so, dass es unterschiedliche Erfahrungen gibt. Es gibt Erfahrungen, die sind sehr, sehr positiv damit, auch mit dem ganzen Update-Prozess. Und du hast jetzt hier leider die Arschkarte erwischt. Ja, das ist genau. Schön, dass wir darüber berichten können. Aber Leute, ihr wisst natürlich auch, das ist nicht die Regel. Wir wollen hier auch niemanden irgendwie schlecht machen oder VW jetzt schlecht machen, sondern es ist einfach so, es ist eine Erfahrung, die du gemacht hast, die durchaus berichtenswert ist und das zeugt natürlich davon, dass es Probleme gibt und schön ist es, wenn die in Zukunft abgestellt werden. Wenn man davon nicht berichtet, dann werden sie natürlich nie abgestellt. Also, das ist der Zweck dieses Videos. Gut, jetzt bist du also zufrieden mit deiner Software oder hast du noch was vor?
Ich bin absolut zufrieden, so wie die Software jetzt ist. Ich werde da auch so schnell nichts mehr dran ändern. Also Over-the-Air-Updates sind für dich jetzt gestorben? Also, oder fragst du es dann doch nochmal am nächsten Mal? Hättest du mich das am 6.1. gefragt, hätte ich dir gesagt, nein, das mache ich nie garantiert wieder. Ich weiß, ich kann es dir so nicht sagen. Ich traue diesem Upgrade-Prozess immer noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie dann mit dieser Software-Version ihre internen Probleme so weit in den Griff gekriegt haben, dass vielleicht das nächste Over-the-Air-Update dann auch wirklich problemlos für alle funktioniert. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Drücken wir mal die Daumen. Und ich würde sagen, vielen Dank, Mats. Das fand ich sehr aufschlussreich, sehr interessante Story. Und falls euch das Video gefallen hat, dann schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare, wie es bei euch eventuell gelaufen ist. Wenn ihr schon ein Update gemacht habt, Over-the-Air oder Werkstatt, hattet ihr Probleme? Wenn ja, welche? Oder hattet ihr gar keine Probleme? Das würde ich gerne wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und ich danke dir ganz herzlich. Bis dann. Keine Ursache. Danke. Ciao.